Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Spyro Seasons of Flame. Im letzten Part haben wir Aquatopia bestritten und heute geht es munter, fröhlich in die nächste Prärie, hoffentlich. Wow, du hast dich aber rangehalten. Das sind ja eine Menge Feuerfliegen. Ich meine natürlich Glühwürmchen. Damit müsste ich das Tor öffnen können. Pass auf! So, und wehe, mir passiert unterwegs wieder was, denn ich will Sterne sehen. Hübsche, tolle Sterne, Freude. Schatzfund? Null. Da Crush jetzt weg ist, werde ich wohl der zweite Befehlshaber der Drachenreiche sein. Ich muss jetzt nur noch mit dem nervigen Drachen Spyro abrechnen. Das Vieh erinnert mich ein bisschen an den Armadillo-Gesellen aus Donkey Kong 64. Und es hat ganz den Anschein, als würde gerade jemand in die Sternenprärie kommen. Oh, hallo. Schon wieder überfallen. Hey, sehe ich da Gulp? Er sieht aber größer aus als bei unserer letzten Begegnung. Nimm dich vor seinen Raketen in Acht, Spyro. Ganz allein, Spyro? Das wirst du bereuen. Aus unserer letzten Begegnung habe ich was gelernt. Meine neue Panzerung ist undurchdringbar. Man kann sich in ihr allerdings nur schlecht bewegen. Okay, ich hoffe, das können wir als Vorteil für uns nehmen. Und erst will ich mal die Energie von Sparks auffüllen. Oh, und ich dachte, wir kommen jetzt ganz schön und schnell weiter. Kann ich das Ding irgendwie auf ihn lenken? Scheinbar nicht. Ah, cool, ich hatte ja noch ein Leben. Oh. Die Dinger bleiben irgendwann liegen und dann kann ich auf ihn schießen. Was war das jetzt für ein Geräusch? War das ein... Yay, du hast ihn getroffen, Spyro. Na okay, dann nehme ich das mal so hin. Guck mich einfach mal in der Welt um. Bleib das Ding auch mal liegen. Hallo? Tatsache, so einfach kann es sein, aber die Dinger treffen mich doch ziemlich gut. Finde ich uncool. Ei! Mann! Gebt mir meine Kanone und diesmal werde ich bei dem einfach Self-States benutzen, weil ich keine Lust habe, dass sich das hier hinzieht und ich möchte möglichst mit viel Energie durchkommen, Freunde. So, jetzt ist es hingefallen. Gott, dann lasse ich mich eben einmal treffen. Oh, ich kann mich auch einfach schützend platzieren. Das habe ich natürlich nicht gedacht. Nein! Wo schieße ich denn hin? Spyro, bist du dumm? Verdammt, der stand da ja gar nicht. Nee, den wollen wir einmal treffen, den Gulp. Aber irgendwas sagt mir, dass das nicht so wirklich will, wie wir wollen. Okay, da ist sie hingegangen, die Kanone, und irgendwo ist eine runtergefallen. Aber die ist jetzt wahrscheinlich weg. Na? Hä, wie lang ist denn die diesmal gegangen? Das ist ja mal richtig kacke. Wow! Lauf, Spyro!
So, hier jetzt erstmal verschnaufen und dann holen wir uns die nächste Kanone. So. Wenn dann hier mal wieder was hinfällt. So. Die haben wir. Perfekt. Und jetzt wird gesichert. Und gerade ist jemand heimgekommen. Auch ganz nett. Aber Selbstopfer Deluxe war natürlich nicht so... Oh nein! Nicht aufgepasst. Nicht so gut, aber was soll's. Kann ja mal vorkommen. Kann ich hier irgendwo... Ja, hier ist ein Schäfchen. Nein! Cool. Haben wir eine neue Kanone bekommen, aber mussten schon einiges riskieren. So, jetzt möchte ich gerne hier in die Ecke, damit man abspeichern kann. Puh. Und dann eine schöne Position bekommen, in der wir unseren Freund abschießen können. Los. Und natürlich verfehlt. Das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Na, 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 so. Schön, hat ihn getroffen. Oh, das ist doch nicht möglich. Von meinen eigenen Raketen getroffen. Nicht schon wieder. Macht nichts. Ryptos geheime Vulkanhülle ist fast fertig. Und allein kommst du da nicht rein. Nie im Leben. Spyro, bist du's? Es hätte nicht viel gefehlt und Gulp hätte mich als Zielscheibe verwendet. Weil du mich befreit hast, schenke ich dir einen Feengesundheitsschub. Nun kannst du einen weiteren Schlag verkraften, bevor du Sparks verlierst. Cool. Das ist ja mal echt nice. Danke, dass du mich gerettet hast, Spyro. Oh, bist einfach zu süß. Natürlich, na sicher. Da sieht man's, die Frauen stehen auf Drachen. Nein, nicht wirklich. Ich glaube nicht. Aber Feen stehen anscheinend auf Spyro. Neue Prärie. Und weil ich paranoid bin, Spyro, Sparks ist rot. Ist rot jetzt die letzte Farbe, bevor er ganz hinüber ist, oder? Gott, oh Gott. Boah, aber schon irgendwie cool. Okay, da hinten steht auch wieder... Ja, rot ist die neue Farbe, kurz bevor wir Sparks verlieren. Na? So, jetzt ist er wieder schön gelb. So wie es sich gehört. Und wir sammeln hier erstmal schön alles ein. Aber schade, dass die Musik der Sternprägel jetzt nicht irgendwie so toll ist und... Ich habe es mir eigentlich schöner und fröhlicher und ähnliches vorgestellt, aber... Wie aktiviere ich die denn? Bekomme ich vielleicht noch mehr neue Sachen? Diese beweglichen Rampen sind furchterregend, aber recht nützlich. Springe einfach auf sie, sie bringen dich dann irgendwo hin, hoffentlich an einem schönen Ort. Oh, hier ist noch eine Feuerfliege, du musst inzwischen schon eine ganze Menge haben. Ja, hab ich auch. Ich denke mal mit dem Teleskop. Rösti! Können wir auch nichts anfangen? Was ist jetzt mit dem Dingzi hier? Na, ich hoffe doch dann echt, dass wir noch eine neue Fähigkeit bekommen. Das wird ich nämlich bald teilen und so. Ach, und ich warte jetzt einfach auf diese Mitfahrgelegenheiten. Die ich sowieso nie treffe. Na immerhin, hier kann ich diesmal wenigstens x-mal rauf und runter gehen. Unglaublich. Wie viel Zeit ich damit verschwende, dieses blöde Ding zu treffen. So, aber jetzt. Gleich. Schaffen wir das, Sparks. Ich glaube an mich. Ja, und wir haben es erwischt. So, die Frage, wo es jetzt hingeht. Langer Weg.
Können wir hier rüber gleiten? Werden wir gleich sehen. Können wir definitiv nicht. Hier müssen wir wieder geduldig sein und warten und uns rüber transportieren lassen. Ich hoffe, das wird jetzt in den nächsten Levels nicht gang und gäbe. Weil das echt viel Zeit kostet und bei der Präzision, die dieses Spiel erlaubt, ist es wirklich sehr nervenaufreibend. Ist noch so ein Teil. Es reagiert weder auf Feuer noch auf Eis. Muss ich es vielleicht rammen? Hallo? Nee. Da ist doch irgendwas im Argen. Da geht's dann auch wahrscheinlich gleich los mit dem Affen. Aber wir wollen uns jetzt noch nicht den Affenmist geben. Das kommt erst, nachdem wir in der Sternprärie hier alles fertig gemacht haben. So. Und das bedeutet zumindest einmal alle Edelsteine hier einsammeln. Und da ist auch schon das Känguru-Gedöns mit Geldsack. Geht's hier bei euch irgendwie weiter? Sieht nicht so aus. Oh, dann warte ich eben, dass ich wieder zurückfahren kann. Ich hoffe, danach können wir uns auf freien Boden bewegen. Wo man dann natürlich auch umso schneller alles einsammeln kann. Als jetzt so. Na? Schön. Und auch gleich getroffen. Ich glaube, ich krieg den Bogen doch noch einigermaßen raus. Ah, du lässt mich mal schön in Ruhe. Oh doch, hier glitzert es. Oh ja, es glitzert zwar jetzt nicht wirklich, aber es hat halt so ein bisschen den Glitzer-Effekt. Das reicht mir eigentlich schon so für den Anfang. Von den Namen her, die neuen Level haben, scheint es auch wieder ganz schöne geworden zu sein. Aber da muss man sich dann natürlich später nochmal persönlich von überzeugen und einen Blick reinwerfen. Mal gucken, wie das so wird. Ja, wir kriegen was Neues. Wir kriegen was Neues. Oh, das ist eine Donner. Cooler Atem, wirklich cooler Atem. Das heißt, wir können das alles jetzt auch machen. Ich will den Atem aber behalten. Kriege ich den, wenn ich mit Bianca rede? Spyro, ich habe noch ein Energietor gefunden. Es wird dir vorübergehend eine ganz neue Energie verleihen. Blitzatem. Dies sollte bei Gegnern und Objekten aus Metall sehr wirksam sein. Ach, Spyro, ich habe noch eine Feuer. Ein Glühwürmchen für dich. Bitteschön. So. Habe ich es jetzt eingeeist? Wo ist denn jetzt mein Glühwürmchen? Ach, da ist es. Du hast Brand gefunden. Ich will den Energieatem behalten, Leute. Der ist gar nicht mal so übel. So, und damit kann ich auch die Sterne aktivieren. Nein! Boah. Fast übelst die Zeit verloren. Na los, na los, na los. Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Nein, keine Chance. Ja, und da ist der Atem weg und ich bin zu spät. Nein, 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 nein. Fahr doch nicht ohne mich. Ach, verdammt. Ob eine Möglichkeit besteht, dass ich den Atem dauerhaft bekomme? Das ist ja offensichtlich viel zu wenig Zeit, um damit all diese komischen Sterndinger zu aktivieren. Wow, 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 das war aber knapp. Das war aber knapp hier. Da ist keins mehr. Ich will Blitzatem dauerhaft haben, Manu. Ja, aber okay, man muss sich mit dem zufrieden geben, was man hat. Müssen die Schäfchen halt kurzzeitig unseren Frust überbrücken. Dum, 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 dum. Ach so, ich habe gerade ein Leben bekommen, weil ich wahrscheinlich Mondfondue? Interessanter Name, interessanter Name.
So, wie viel hat die Prärie denn zu bieten? Ich drücke immer auf Sekt statt auf Start und Ohr. Mein Arm. Tut schon ganz schön weh. Ich glaube, nach dem Part mache ich dann noch erstmal wieder eine Pause. Weil dieser Krampf, ich möchte nicht, dass ich dann die nächsten Tage irgendwie flach liege und meine Hand nicht richtig bewegen kann. Oh, und ja, ich habe ja mir letztens Super Smash Bros. Brawl endlich mal gekauft, gebraucht. Ja, ich habe ja die Wii nicht von Anfang an und deswegen auch viele coole Titel gar nicht. Und ich wollte sie mir dann auch nicht mehr neu kaufen, weil es mir dann neu doch noch zu teuer war. Und gebraucht hat das Spiel dann auch immer noch 30 Euro gekostet. Deswegen ich die meiste Zeit nicht zugesagt hatte beim Kauf. Aber letztens, als ich auf einem LPA-Treffen war und wir durch die Stadt geschlendert sind, etc. in Hannover, habe ich dann gesehen, dass es das Spiel für 17 Euro gibt. Und dementsprechend habe ich dann natürlich gleich zugegriffen und seitdem zocke ich freudig, fröhlich und motiviert auch Super Smash Bros. Brawl endlich. Auch wenn es sehr gewöhnungsbedürftig teils ist, wie ich finde. Weil es halt auch... Man hätte es nicht gedacht, aber es fällt dann doch auf, dass es vom Spiel her ein bisschen langsamer ist und... Ich weiß nicht, man muss sich halt einfach irgendwie dran gewöhnen, aber es ist toll. Wirklich toll. Denn noch als jemand, der mit den alten Spielen groß geworden ist, was will ich jetzt denn für komischen Sachen? Für komischen Sachen! Genau! So, wir sprechen hier Deutsch. Gott, lass es diesmal bitte reichen. So, komm schon. Das können wir schaffen. Und ich probiere es lieber in die Richtung. Und da ist doch da. Oh Gott. Auf die Millisekunde, Alter. Auf die Millisekunde. Aber zeitlich wird es sonst oben ziemlich eng. Ach, kriegen wir das hin? Ja, das kriegen wir hin. Bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass das auch irgendwie funktionieren muss. Da ist es halt mal im ersten Bereich hier ein bisschen fordernder. Aber irgendwie sehen die Sterne nicht so schön aus. Mit der Elektrizität. So, schön aufgeladen. Hoch hier. Schön. Ein Safe State machen. Rauf da. So. Aber nee, ich glaube, das wird nichts. Oder? Nein! Doch, das kann was werden. Nee, da muss man dann schon ein bisschen warten. So, jetzt aber... Nein! Warum bist du nicht gesprungen? Das waren wertvolle Sekunden, die wir hätten gut machen können. Und los! Mann, das war doch schon so gut wie geschafft. So. Los! Nee. Bei drei. Und los! Hab ich's. Shit. Bin mir sicher, dass wir das schaffen können. Doch. Los! Gott, das war doch schon so gut wie geschafft. Und dann geht's am Ende doch ganz einfach. Und ich krieg's einfach nicht gebacken. Ach, ich geh doch wieder zurück.
Nee, da muss ich mir dann halt doch was anderes ausdenken. So groß die Hoffnung dann war, ist sie dann... Ah, doch nicht. Nein! Mano, Zeit! Wir verschwenden doch wertvolle Zeit. Ja, okay, was soll's. Für einen kurzen Moment war ich dann doch gehypt, dass wir das in irgendeiner Weise hinkriegen, aber naja. Mein Gott, dann ist es eben nicht so. Oh, das ist so ein Teil, das rauf und runter geht. Das ist ja cool. So, dann fahr mich mal hoch. Hey, ich sagte, fahr mich mal hoch. Man darf hier echt nicht ungeduldig sein. So, ah, das Ding, wenn ich hier schon dran stehe, kann ich ja eigentlich auch anmachen, aber das ist sowieso weg, wenn ich hier wieder rauskomme. Magst du mir nicht den Atem doch geben, Bianca? Oh, ich werde angerufen. Ja, ich bin gleich wieder dran. Dran, ja. Ach, Gottchen, Gottchen, Gottchen. Wieder eine Störung und da geht's nur zurück durchs Vulkan. Schau dir die ganzen Glühwürmchen an. Die müssten ausreichen, um dich durchzuschleusen. Nimm dich in Acht. Mit Rypto ist nicht zu spaßen. Ja, okay, aber zu ihm will ich ja gar nicht. Wir haben tatsächlich schon so viel eingesammelt gehabt, dass wir einfach so zum nächsten Level konnten. Guck jetzt mal, ob man hier vielleicht irgendwie rüberkommt. Ich würde sagen, das ist wirklich so nicht zu machen. Ja, Leute, tut mir leid, dass mich dieser Atem gerade so... Ich will doch dieses blöde letzte Sternding sie haben. Naja, und nicht, wenn es das letzte ist, was ich tue. So krass arg nötig haben wir es dann doch nicht. Aber ich würde es halt schon gern schaffen. Nein! Ich habe meinen Kardinalfehler gemacht. Ja, es hat funktioniert, es hat funktioniert. Alter. Haha. Okay, dann können wir das doch hier zu Ende bringen. Ich muss nur mal kurz schauen, wo die ganzen restlichen sind. So, hier kann man noch mal was klar machen. So, da hinten ist auf jeden Fall was. Dann wollen wir... Ich wollte doch ganz schnell... Wenn es geht hier rüber... Und knapper geht's, glaube ich, gar nicht. Da hat der Boden schon geblinkt und wir haben Grill gefangen. Du hast die letzte Feuerfliege, die wir eigentlich als Glühwürmchen betiteln wollen. So, und jetzt leuchten diese mehr oder minder hässlichen Sterne dauerhaft. Das ist gut, das ist sehr gut. Gibt es sonst noch etwas, das wir hier tun könnten? Was sagt denn der Atlas? Na, na, na. Na, na, na. Gut, uns fehlen nur noch ein paar Steinchen. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Und die zu finden dürfte, glaube ich, kein Problem sein. Da irren wir jetzt einfach mal hier rum. Nein, einfach mal hier rum. Sowas kann sich ja nicht dauerhaft irgendwie vor einem verstecken. Aber wir sind ja eigentlich fast überall gewesen, also wundere ich mich gerade doch ein bisschen, warum hier keine Edelsteine mehr für uns rumliegen. So, hier nochmal durch das Sternportal und laufen, laufen, laufen. Oh Gott, beinahe wäre ich in das Level gelaufen. Phew. Muss ich da oben vielleicht noch mal gucken? So? Habe ich hier vielleicht was liegen gelassen? Nein. Nichts. Niente. Nada.
hier schon wieder dieses Level. Ah! Perfekt. Aber das sind definitiv zu wenig gewesen. Da fehlen noch eine ganze Menge. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass die so offen rumliegen. Die müssten dann wahrscheinlich in Töpfen oder so sein. Zigeunerstraße. Klingt ja schon mal ziemlich sonderbar. Für ein Level. Aber was meine Karte anging, sahen die gar nicht so schlecht aus. Also will ich mal vom Namen nicht urteilen. Ah, und wo sind die letzten Steinchen? Ich hoffe, das ist nicht irgendwie verglitscht oder verbuggt oder irgendwie kaputt. Wie das ja dann im Sonnenteil bei Spyro Seasons of Ice war. Weil da einfach irgendwann immer ein Edelstein neu gespawnt ist und wenn man den dann eingesammelt hatte, dann ist die Gesamtanzeige komisch geworden. Das sah immer so aus, als hätte man noch nicht alle gefunden. Dabei hatte man schon alle gehabt. Nope. Ich finde hier jetzt gerade gar nichts. Hinten auf den ganzen Gebieten war ich schon. Ansonsten befindet sich hier auch nichts mehr außerhalb. Wenn ich so am Rand lang laufe, ist eigentlich auch alles abgegrast. Ich könnte vielleicht nochmal über das Eisding gehen, aber das sollte jetzt eigentlich... Ja, hier drüben ist ja auch nichts mehr. So, damit wäre auch gleich wirklich klar, dass man außen nichts mehr findet. Wir haben ja auch keine Gegner mehr, die wir wirklich angreifen können. Nope. Und vielleicht kommt man irgendwo rein, aber... Ah! So, haben wir jetzt gleich alle Bitte. Ja, das ist der letzte Edelstein. Gut, und dann können wir uns auch gleich auf den Weg machen, weil wir beginnen ja immer mit den Unerfreulichen in der neuen Prärie. Das heißt, erst Affenlevel und dann Känguru-Level. Also erst zu dem Affen, dessen Namen ich mir nicht merken kann, und dann Sheila. Die ich mag, aber deren Name ich mir... Beziehungsweise sie ist mir einfach suspekt. Und da sie einen einfachen Namen hat, merke ich mir den auch. Aber ansonsten hätte ich mit der wohl auch nicht viel am Hut. So, und ja, da ist er auch schon, unser Kumpane. Zum letzten Mal, ich bin so froh. Ich bin so froh, danach nie wieder Affe. Und das Spiel ist auch schon so gut wie durch, weil wir sind jetzt bei insgesamt 10. Na, wo haben wir die Gesamtübersicht? Los, zeig mir. Spielergebnisse, genau. 66% haben wir geschafft. Da unten haben wir Crush und Ripto und dann muss... Ne, Ripto war der letzte. Glenn war der in der Mitte. Glenn? Gum? Ach, ich habe seinen Namen vergessen. Naja, und das... Wir haben schon 77, fehlen nur noch 33 Glühwürmchen. Und ein Level, das wir sonst nochmal bestreiten müssen. Okay, wir müssen sowohl in die Sonnen- als auch nochmal in die Himmelsprärie, weil wir da wohl was ausgelassen haben. Das wären zum einen... Bauernhöfe sind komplett, Insel Kleeblatt, Dünentempel komplett, Tiki-Tropen komplett, Pfefferminzberg wäre komplett, das komplett, Himmelsprärie. Da müssen wir dann zurück in die Geisterberge, weil uns da noch ein paar Klunker fehlen. Und ansonsten haben wir... Rummeldschungel? Das war nochmal der Rummeldschungel. Ach so, doch, ja, das mit dem Affen, genau. Da haben wir auch noch nicht alle gehabt, da müssen wir zurückkehren.
mache ich dann alles in einem Part, nachdem ich hier mal geschaut habe, wie das mit dem Affen läuft. Ja, und ansonsten sind wir jetzt dann komplett bei der Sternprärie. Gut. Nächsten Part dann kommt der Affe dran. Ich glaube, danach mache ich dann Sheila in dem darauffolgenden Part. Und dann geht es zurück zur Sonnenprärie, um die Sonnenprärie mal abzuschließen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.